sieht man mal, dass die Bundestagsabgeordneten fleißige Leute sind. In der Tat, es gibt viel zu tun. Die Legislaturperiode geht zu Ende und deswegen müssen viele Gesetze noch hier durch den Deutschen Bundestag gebracht werden. Gestern Abend zum Beispiel ging die Sitzung bis 21 Uhr, für einen Mittwoch auch fast rekordverdächtig. Und heute Nacht wird es sicherlich nicht bis 6 Uhr morgens gehen. Da gibt es ein übliches Verfahren, dass die Redner ihre Reden zu Protokoll geben, dass man Dinge, die nicht ganz so wichtig sind, die vielleicht auch nicht abgestimmt werden müssen, nur im Plenarsaal nicht behandelt, sondern zu Protokoll gibt. Und so wird man dann sicherlich auf eine Uhrzeit kommen, die sich zwischen 2 und 3 einpendeln mag. Aber auch das schon sehr lange. Aber es hat schon noch längere Sitzungen gegeben. Ich kann mich auch an Bonner Zeiten noch gut erinnern. Da war das häufiger vor Ende der Legislaturperiode. Ich kann mich an eine Sitzung bis 4 Uhr nachts erinnern. Also, die Abgeordneten sind fleißig. Und es stehen ja auch wichtige Themen an, die Reform des europäischen Stabilitätsmechanismus. Damit geht es hier gleich los. Wir wollen aber heute Morgen noch einmal auf die Geschehnisse des Wochenendes schauen. Hier brannten Flaggen Israels. Es war ein entfesselter Mob auf den Straßen und der Antisemitismus und die Ausmaße, die haben alle erschrocken. Gestern hat der Deutsche Bundestag darüber debattiert und alle haben gesagt, dass es so nicht sein kann und dass etwas unternommen werden muss. Und darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Nina Waken von der CDU-CSU. Sie ist die Integrationsbeauftragte ihrer Fraktion und mit Felix Polat von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik. Frau Waken, ich habe es gerade gesagt, gestern hat man die Solidarität auch mit Israel hier allenthalben bekundet und hat gesagt, wir müssen solches Vorgehen weiter verhindern. Gestern hat es hier zum Beispiel in Berlin bereits wieder eine Demonstration gegeben. Da gab es auch wieder unschöne Szenen. Was kann die Politik machen? Ich glaube, die Politik muss sich zum einen stärker auch in der Außenpolitik gemeinsam mit Europa in den Nahostkonflikt einbringen. Wir sehen, dass die Ausschreitungen, die gewaltsamen Übergriffe hier ihren Ursprung auch haben in dem Nahostkonflikt und in einer Ablehnung auch des Staates Israels und der Regierung von Israel. Und je stärker dort der Konflikt auch brodelt, desto mehr ist auch hier mit gewaltsamen Ausschreitungen zu rechnen. Also den Ursprung zum einen bekämpfen und dann eben hier ein ganz klares Bekenntnis auch dazu. Man kann demonstrieren, man kann friedlich demonstrieren, man kann konstruktive Kritik auch üben. Aber wer gewaltsam wird und wo sich die Kritik in Hass und Hetze gegen Juden umschlägt, da ist eine ganz klare Grenze einzuhalten. Und da muss der Staat dann auch mit aller Härte dagegen vorgehen. Der Präsident des Zentralrats, der Juden Schuster, war in dieser Woche bei Ihnen in der Fraktionssitzung, Frau Polat, und er hat gesagt, es ist ja schon viel unternommen worden von Seiten der Politik, aber es muss auch mal durchgegriffen werden. Ja, das ist richtig und das haben wir am Wochenende gesehen. Gerade das Beispiel Gelsenkirchen steht ja beispielhaft dafür, dass es nicht ausreicht, Polizei aufzustocken und das Strafgesetzbuch zu verschärfen. Man muss es konsequent umsetzen und man muss Antisemitismus erkennen und auch sensibel sein für solche Momente und dann entsprechende Gefährdungseinschätzungslagen haben. Und wenn die Polizei nicht erkennt, wenn so ein Aufruf im Internet ist, dass dann konsequent Polizeipräsenz vor Ort sein muss. Und gerade vor den Synagogen hat man auch nicht aus Halle gelernt. Nämlich am höchsten oder einer der höchsten jüdischen Feiertage fehlte es an der entsprechenden Polizeipräsenz vor Synagogen. Das ist mittlerweile ein Stück weit behoben worden. Aber gerade wenn es um den Nahostkonflikt geht, wissen wir aus der Vergangenheit, dass hier konsequent gehandelt werden muss. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, die variieren so ein bisschen, aber zwischen 20 und 30% der deutschen Bevölkerung hat antisemitische Tendenzen. Das ist erschreckend für das ehemalige Tätervolk. Nun hat Herr Laschet gesagt, was wir da am Wochenende gesehen haben, gerade auch die handelnden Personen, das waren mehr eingeschleppter Antisemitismus durch Einwanderer. Hat er da recht? Ich glaube, es hat sich gezeigt, dass zum einen Antisemitismus in den vergangenen Jahren zugenommen hat, dass es ein breites Phänomen ist, dass es gar keine Stereotype mehr gibt, dass es unter Deutschen verbreitet ist, dass es aber genauso verbreitet ist unter jungen Migrantinnen und Migranten, die schon Jahre hier leben und dass natürlich aber auch wir ein neues Klientel sozusagen haben in den Flüchtlingen, die aus ihren Heimatländern ein Stück weit sozialisiert worden sind, mit dem Nahostkonflikt auch, mit einer Ablehnung des Judentums und die ja diese Werte, diese Weltanschauung auch ein Stück weit natürlich hierher mitbringen. Also es ist ein breit aufgestelltes Phänomen.
Ralf Brinkhaus hat gesagt, wir müssen diejenigen, die hierher kommen, dazu bringen, dass sie eher unsere Werte teilen. Ist da was versäumt worden und wie macht man das, dass die Einwanderer unsere Werte teilen? Also erstmal würde ich grundsätzlich nicht pauschalisieren wollen. Wir wissen ganz genau, dass der Antisemitismus grenzenlos ist. Das hat auch die Expertenkommission Antisemitismus festgestellt. Aber von den Einwanderern zu sprechen, wäre auch verkürzt. Wir wissen, dass im Nahosten der Antisemitismus weltweit am höchsten ist. Der liegt zwischen 80% und 90%. Das ist in anderen Regionen anders, auch in Ländern mit großer beispielsweise muslimischer Bevölkerung. Und wenn wir das wissen und die Zielgruppen kennen, warum der Antisemitismus auch dort so groß ist, müssen Strategien gegen den Antisemitismus entwickelt werden. Das passiert gerade auch in der politischen Bildungsarbeit, aber dann muss auch entsprechend Geld im Haushalt eingestellt werden, damit solche Projekte sozusagen nicht dem Projektende anheimfallen und das konsequent fortgesetzt wird. Oder beispielsweise, wenn wir wissen, dass die Zielgruppe vielleicht nicht muslimisch motivierten Antisemitismus haben, aber dennoch gläubig und in Religionsgemeinschaften aktiv sind, muss man mit den großen muslimischen Verbänden konsequent eben politische Bildungsarbeit umsetzen. Und auch da stellt sich dann die Frage, ist das Bundesinnenministerium bereit, beispielsweise mit DITIB oder den Gemeinden, die im Zentralrat der Muslime sind, solche Projekte auch umzusetzen? Ruth Kobmanns ist Migrationsforscher von der Uni Berlin und er hat schon jahrelang dort geforscht, hat gesagt, das Interessante ist ja, dass vor allen Dingen auch in der zweiten und dritten Generation der Migranten dieser Antisemitismus weit verbreitet ist. Und er führt das unter anderem darauf zurück, dass in diesen Haushalten zum Beispiel nach wie vor Fernsehen geschaut wird aus der Heimat, dass es dort auch in den Moscheen so zugeht, wie es nicht zugehen sollte. Muss der deutsche Staat da nicht anders eingreifen? Also es ist natürlich so, dass durch diesen Fernsehkonsum einer politischen Richtung die jungen Menschen da vorgeprägt werden. Wenn das den ganzen Tag läuft, wie Sie gesagt haben, ist das natürlich brandgefährlich. Der deutsche Staat muss da gemeinsam mit den Muslimverbänden dran arbeiten. Die Muslimverbände müssen da auch in die Pflicht genommen werden und müssen sich auch noch offensiver dazu bekennen, dass Antisemitismus nicht geduldet wird und dass das nicht geht. Und da ist eine Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig auf präventiver Seite. Und wenn das dann nicht ausreicht, dann muss es natürlich auch zu Repressionen kommen, ist ganz klar. Es fällt auch auf, dass in deutschen Schulbüchern dieses Thema so gut wie gar nicht behandelt wird. Und wenn, dann ist der Jude wieder der, der das Geld zählt, zum Beispiel auch in Bildern. Das gibt es tatsächlich immer noch. Auch da müsste doch der Staat, müsste die Bildungspolitik doch ganz anders vorangehen. Also nochmal, wir haben von der Kultusministerkonferenz eine gemeinsame Erklärung schon vor Jahren geschlossen, zusammen mit dem Zentralrat der Juden. Es gibt wunderbare Unterrichtsmaterialien, das muss aber auch umgesetzt werden. Und zum einen gilt es natürlich, die Schulen da auch zu stärken und das auch zu implementieren in der Lehrerinnenausbildung. Das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt uns sozusagen die Demonstration angucken, müssen wir auch über Erwachsenenbildung sprechen und über politische Bildung im gesamten Lebensjahr und im gesamten Alter. Weil wir haben natürlich junge Menschen dort, aber auch Menschen, die schon aus der Schule raus sind. Frau Wagner, es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Über 600 Maßnahmen hat die Politik gefördert, auch mit viel Geld. Unter anderem im Jahr 2019 das Projekt Demokratie leben, 115 Millionen Euro. Erstens, was war das für ein Projekt? Und zweitens, hat man mal erforscht, ob das dann auch zu einem Erfolg geführt hat, sowas? Es ist natürlich immer schwierig, da direkten Erfolg zu sehen bei solchen Projekten, bei solchen Maßnahmen. Aber die unzähligen Maßnahmen, die Sie genannt haben, auch Demokratie leben, sind richtig und wichtig und wir wollen das auch weiterführen. Und ganz besondere Bausteine sind da eben, das heißt ja auch Demokratie leben, dass man es hautnah miterlebt, dass man erfährt, wie ein Parlament arbeitet, dass man erfährt, wie daheim der Gemeinderat arbeitet, dass junge Menschen auch herangezogen werden, demokratische Prozesse kennenzulernen, auch selbst ihre Meinung zu äußern, vielleicht mal zu schauen, wie funktionieren Abstimmungen, wie wähle ich jetzt den Schülersprecher, ist da vielleicht nur ein Anfang. Aber auch wirklich die Demokratie erfahren, demokratische Prozesse kennenlernen, argumentativ sich auseinanderzusetzen, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Die Projekte sind da sehr, sehr vielfältig und uns ist es ein großes Anliegen, dass das auch weitergeht. Politische Bildung ist in dem Bereich sehr wichtig, weil wir eben sehen, dass dieser Antisemitismus eine geschichtliche Komponente hat, aus einem
auch Unverständnis über den Nahostkonflikt vielleicht herrührt. Und da kann man, denke ich, gut ansetzen und muss man auch ansetzen. Ein Problem scheint mir auch zu sein, dass Zuwanderer häufig in so Blasen leben, sich nicht daraus wegbewegen. Und es gibt zum Beispiel Vereine, die gerade auch von Horst Seehofer verboten wurden, die klingen ja auch ganz harmlos. Es gibt Frieden, Menschen für Menschen, deutsch-libanesische Familie. Dort wurde Geld gesammelt für die Kinder von Selbstmordattentätern, mitten hier in Deutschland. Jetzt sind sie erst verboten worden, alle schon sehr alt, diese Organisationen. Nochmal, ist da was versäumt worden von staatlicher Seite? Also nochmal, ich möchte mich verwehren, generell von Zuwanderern zu sprechen. Wenn Sie solche Organisationen ansprechen, dann sind das teilweise Terrororganisationen, faschistische Organisationen. Wir fordern ja auch schon lange, konsequenter gegen die grauen Wölfe vorzugehen. Das sind faschistische Organisationen. Da kann man sagen, das sind türkische Staatsbürger. Mein Vater ist auch türkischer Staatsbürger, aber das spielt in dem Fall keine Rolle, sondern das sind Faschisten. Und so muss man konsequent gegen Rechtsextreme und Faschisten vorgehen. Und nicht jeder Migrant ist antisemitisch. Genauso nicht wie jeder Deutsche oder Deutsche mit oder ohne Migrationshintergrund antisemitisch ist. Und das ist ganz wichtig für die Differenzierung, weil wir wollen ja auch nicht spalten. Wenn Sie sagen, alle Zuwanderer sind in Parallelgesellschaften, spaltet man ja auch die Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, differenziert zu analysieren, um entsprechende Strategien auch zu entwickeln. In welche Schulen geht man? Geht man in muslimische Gemeinden? Wir haben auch einen hohen Antisemitismus in der polnischen Community. Warum ist das so? Rührt das aus dem christlichen Antisemitismus her? Und solche Fragen müssen wir dann beantworten, um Strategien zu entwickeln. Wichtig ist vor allem, dass wir sowas wie das Demokratiefördergesetz noch auf den Weg bringen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass wir noch viele Gesetze in der Pipeline haben. Ich wünsche mir, dass das Demokratiefördergesetz, was massiv auch von der Zivilgesellschaft gefordert wird, im Übrigen auch vom Zentralrat der Juden, noch kommt. Frau Giffey hat sich jetzt vom Acker gemacht und die Union bremst dieses Gesetz nach wie vor aus, auch wenn wir die Eckpunkte vorliegen haben. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Das wäre ein großes Missverständnis. Ich habe nicht behauptet, dass alle Migranten in die Richtung tendieren. Dennoch, weil Sie gerade die Türkei ansprachen, schon auffällig, wie der türkische Präsident nicht nur hier in Deutschland Politik macht und viele Türken das auch dankend annehmen, sondern mittlerweile geht Herr Erdogan ja so weit, dass er zum Beispiel Österreich verurteilt dafür, dass dort jüdische Flaggen gehisst worden sind. Also da wird ja von oben auch ganz klar in eine Richtung gesteuert. Ja, absolut. Also man kann schon erkennen, dass Herr Erdogan da aus der Türkei heraus mit seinen Parolen versucht, hier auch Unruhe zu schüren und da Hass und Hetze zu unterstützen ein Stück weit. Und das muss man, denke ich, sehr, sehr sorgfältig beobachten und ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Und da sind eben wir gefragt, da ganz klar uns davon abzugrenzen und ganz klar zu sagen, dass das so nicht geht. Und natürlich auch die hier leben, müssen eben auch schauen, die türkische Gemeinschaft, dass sie sich davon eben auch distanziert. Ja, und in Deutschland gibt es das schreckliche Wort vom Schlussstrich. Das ist ja auch so eine Geschichte. Gerade bei jungen Leuten hört man auch immer wieder, ich will mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Das darf natürlich auch nicht sein. Nee, genau das ist es. Und damit beschäftigt sich ja auch die Gedenkstättenbewegung und die Erinnerungskulturarbeit. Und da ist eine zentrale Forderung, diese auch massiv zu unterstützen und auszubauen. Weil wir haben natürlich auch im Bereich der Zivilgesellschaft, aber auch im Bereich der Gedenkstättenarbeit, gerade diejenigen, die sich vor Ort in den Gemeinden aktiv eben um solche Fragen kümmern. Wie muss eine Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert aussehen, damit eben diese Diskussion des Schlussstrichs nicht sozusagen in der gesamten Gesellschaft durchgreift? Das ist ganz wichtig. Frau Brudert, Frau Wagen, vielen Dank. Drinnen geht es nämlich schon los. Wir müssen jetzt einen Gedankenstrich machen, meine Damen und Herren. Jetzt geht es nämlich um die Reform des Europäischen Stabilitätspakts. Ich gebe rein.